Hallo und herzlich willkommen zu deinem Mutmacherle. Heute ist Valentinstag, Tag der Liebenden und Tag der Erwartungen und manchmal auch Tag der Enttäuschungen, weil die Erwartungen, die wir vielleicht an unsere Lieben hatten oder haben, nicht erfüllt werden. Gibt es denn wo wir erwarten können, dass wir bedingungslos geliebt werden und unsere Erwartung tatsächlich auch erfüllt wird? Ja, durchaus. Und dazu möchte ich euch einen kurzen Abschnitt aus einem Buch von Axel Kühnert vorlesen. Von Liebe getragen. Ergreife die Liebe, mit der Gott dich liebt. Liebe das Leben, das Gott dir jeden Tag schenkt. Fange an, dich selbst von ganzem Herzen zu lieben, weil Gott dich so sehr liebt. Wer du auch bist, du bist für Gott unendlich wertvoll und wichtig. Gib die Fehler und Irrtümer, gib alle Schuld deines Lebens an den, der dir seine Liebe und Vergebung schenkt, ohne Vorbehalt. Ein wunderbarer Tausch. Vergib alle Verletzungen und Kränkungen, die man dir je zugefügt hat, an den, der gerecht richtet und barmherzig versöhnt. Eine wunderbare Entlastung. In Jesus Christus, unserem Erlöser, hat das Zerstörende und Lähmende unserer Vergangenheit alle seine Macht verloren. Und das neue Leben, das wir mit Christus beginnen, kann uns keine Macht der Welt rauben, weder das Urteil anderer Menschen noch Misstrauen und Zweifel des eigenen Herzens. Gott wird mit dir sein, an diesem und an jedem neuen Tag. Alles Liebe und schön, dass du da warst.